Also der Vortrag heißt Moderne Genetik und der Affenmensch und er ist in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst einmal, hat der Mensch affenartige Vorfahren? Das ist der erste Punkt. Dann ist der zweite Punkt, wir werden uns mit dem sogenannten Ein-Prozent-Mythos befassen. Und dann werden wir uns die Frage stellen, vollbringt die Zeit Wunder? Ist es so? Ja, müssen wir nur warten und es geschehen Wunder? Einfach so. Dann... Das Wartezeitproblem, also es hat schon wieder was mit Zeit zu tun, der nächste Punkt. Dann werden wir das vierdimensionale Genom betrachten, also das Genom ist unser Erbgut. Und zum Schluss Ihre oder eure Schlussfolgerung zu dem Thema. Und in der Mitte gibt es eine Pause. Aber zunächst zum ersten Punkt. Hat der Mensch affenartige Vorfahren? Ist es so? Es wird ja oft behauptet, dass es überwältigende Indizien geben soll für einen gemeinsamen Ursprung von Mensch und Affe. Der Mensch soll sich aus einem Affenmenschen, einem gemeinsamen, affenartigen Vorfahren mit dem Schimpansen entwickelt haben. Aber eine genaue Betrachtung der Fossilien, also der Versteinerungen, ergibt, dass die angeblichen Zwischenglieder zwischen Mensch und Affenmensch fehlen. Hier ist zum Beispiel ein ganz bekannter Paleoanthropologe, ein Vertreter der Evolutionstheorie, der Richard Leakey. Ein Zitat von ihm lautet: Bis heute wurde nichts gefunden, was man als sichere Übergangsspezies zum Menschen bezeichnen könnte, einschließlich Lucy. Wenn man mich weiter zu einer Antwort drängen würde, müsste ich sagen, dass es mehr Hinweise auf ein plötzliches Erscheinen des Menschen als auf einen abgestuften Evolutionsprozess gibt. Also es scheint so zu sein, dass die Fossilien, die Versteinerungen nicht Evolution unterstützen, weil der Mensch plötzlich auftaucht. Und noch unüberbrückbarer wird die Kluft, wenn man die geistigen Fähigkeiten des Menschen betrachtet. Ja, der Mensch kann ja sprechen, lesen, schreiben, analysieren, konstruieren, malen, musizieren und komponieren. Und genau all das kann der Affe nicht einmal ansatzweise tun. Nicht einmal ansatzweise. Professor Jan Tattersall, evolutionistischer Paläoanthropologe, sagt, Homo sapiens, also der Mensch, scheint unverwechselbar und beispiellos zu sein. Es gibt sicherlich keine Beweise für die Idee, dass wir allmählich zu dem geworden sind, was wir heute von Natur aus sind, weder im körperlichen noch im geistigen Sinn. Das sagt hier ein bekannter Vertreter der Evolutionstheorie nun, ich habe einen eigenen Vortrag zu dem Thema auf DVD, vom Affenmenschen zum Übermenschen. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo man das mittlerweile auch alles nachverfolgen kann. Aber trotz jetzt dieser ganz offensichtlichen Kluft, diesem Abstand zwischen Mensch und Schimpanse oder Affe, hält sich hartnäckig die Behauptung, Mensch und Schimpanse würden sich in ihrem Erbgut nur um circa 1% unterscheiden. Das klingt ja sehr wenig und dann würde ich mal sagen, naja, da haben wir es doch muss ja doch Evolution stattgefunden haben. Und deswegen schauen wir uns jetzt diesen Punkt ein bisschen genauer an, diesen 1%-Mythos. Ein ganz bekannter Vertreter der Evolutionstheorie, der Bill Nye, der hat Folgendes dazu gesagt, mit zunehmendem Verständnis der DNS, also die DNS ist das Erbgut, die Desoxyribonukleinsäure, mit zunehmendem Verständnis der DNS haben wir herausgefunden, dass wir etwa 98,8 Prozent unserer Gensequenz mit Schimpansen teilen. Also 98,8, das kann man auf 99 Prozent aufrunden. So soll also der Unterschied sein zwischen Mensch und Schimpanse dann nur noch also ein Prozent. Warum betrachtet man den Unterschied im Erbgut zwischen Mensch und Schimpanse? Wenn es doch eigentlich in Wahrheit um den Unterschied geht zwischen Mensch und dem angenommenen gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Schimpanse ist vielleicht ein bisschen seltsam. Und der Grund ist ganz einfach der, weil Mensch und Schimpanse nach der Evolutionstheorie in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen. Ich habe das mal hier veranschaulicht. Wir haben in der Darstellung links oben den Schimpansen, rechts daneben den modernen Menschen. Und die Zeitachse, die verläuft jetzt hier von unten nach oben. Ausgehend von dem angenommenen gemeinsamen Vorfahren, dem Affenmenschen in der Bildmitte unten, sammelten nach der Evolutionstheorie die Entwicklungslinien zum Menschen und zum Schimpansen immer mehr Mutationen im Laufe der Zeit an, dass sie sich immer weiter voneinander entfernten. Das habe ich hier mal angedeutet. Also, die entwickelt sich jetzt nach der Theorie da sozusagen zum Schimpansen und zum Menschen, also zwei Linien, aber das geht durch immer mehr Mutationen. Und dabei gehen die Vertreter der Evolutionstheorie davon aus, dass beide Entwicklungslinien in etwa gleich schnell waren. Deswegen ist der Winkel ungefähr der gleiche. Und die Anzahl der Mutationen, die Mensch und Schimpanse trennt, das ist hier der dicke rote Pfeil da oben, ist in etwa gleich der Anzahl der Mutationen, die Mensch und Affenmensch trennt. Allerdings eben halbiert, also durch zwei geteilt. Man muss also im Prinzip einfach diesen Unterschied hier oben, den dicken roten Pfeil, einfach nehmen und dann halbieren. Und damit komme ich auf den theoretischen Unterschied zwischen Mensch und Affenmensch. Und uns interessiert jetzt, wie groß ist denn jetzt eigentlich dieser Unterschied wirklich? Ist der wirklich so klein? Dazu müssen wir uns ein bisschen vorstellen, wie unser Erbgut eigentlich aussieht. Das menschliche Erbgut hat rund drei Milliarden Basenpaare oder man könnte auch sagen Buchstaben. Hier sieht man dieses Erbgut oder diese DNS, die hat die Form einer Schraube oder einer Helix und die Information ist hier in einer Sprache gespeichert. Und diese Sprache kennt allerdings anders als unsere Sprache nur vier Buchstaben und das sind die sogenannten Basen Adenin, Thymin, zytosin und Guanin. Und diese Buchstaben die sind ja an diesem Rückgrat der Doppelhelix da befestigt, das ist eine Zuckerphosphatverbindung, wenn es interessiert. Die Information ist doppelt vorhanden, das heißt jede Base kommt als Basenpaar immer vor in Form von zwei komplementären oder zwei sich ergänzenden Basen. Und wenn man euer Erbgut nehmen würde, dann würde das so ausschauen wie hier. Das ist tatsächlich ein echter Ausschnitt eines menschlichen Erbguts und wir sehen hier lauter Buchstaben. Ein richtiger Buchstaben durcheinander würden wir sagen. Nur die Buchstaben A, T, C und G. Und das ist sozusagen unsere Programmierung. So sind wir programmiert. Oder mit anderen Worten, das ist unser Konstruktionsplan. Wenn sich jetzt das Erbgut von Mensch und Schimpanse nur um ein Prozent unterscheiden würde, dann entspreche das bereits einem Unterschied. Wenn ich drei Milliarden nehme, also drei Milliarden durch 100, das sind 30 Millionen Buchstaben. Der Unterschied zwischen dem Menschen und dem angenommenen affenartigen Vorfahren ist in dem Fall also die Hälfte, also 30 durch 2, also 15 Millionen Buchstaben. Das wäre der Unterschied. Nun, 15 Millionen Buchstaben, wie viel ist das? Das entspricht dem Inhalt von fünf Büchern vom Umfang der Bibel. Oder man kann auch sagen, dem 30-fachen des Erbguts des simpelsten Bakteriums. Aber der Unterschied ist in Wahrheit noch viel größer. Das werden wir jetzt gleich anschauen, weil nämlich die 1% eine veraltete Abschätzung sind, die erstmals im Jahr 1975 gemacht wurde. Das ist also schon ziemlich alt, die Zahl. Damals, im Jahr 1975, war es noch nicht möglich, das Erbgut von Menschen und Schimpansen wirklich Buchstabe für Buchstabe zu vergleichen. Im Jahr 2002 hat dann der amerikanische Molekularbiologe Roy John Britton sich erneut daran gemacht, das Erbgut von Menschen und Schimpanse mit modernsten biologischen Verfahren zu untersuchen. Ein Zitat von ihm: Er sagt, die Schlussfolgerung ist, dass die alte Erkenntnis, dass wir 98,5 unserer DNS-Sequenz mit dem Schimpansen teilen, wohl ein Irrtum ist. Eine bessere Schätzung wäre, dass nur 95% der Basenpaare zwischen Schimpanse und Mensch exakt übereinstimmen. Nun, 95% Ähnlichkeit zwischen Mensch und Schimpanse bedeutet klar einen Unterschied von 5%. Und damit errechnet sich für die DNS von Mensch und Affenmensch eine um einen Faktor 5 höhere Differenz als im Fall der veralteten 1% Abschätzung. Oder mit anderen Worten, statt 15 haben wir 5 mal 15, also jetzt haben wir 75 Millionen Buchstaben. Und die hätten durch zufällige Mutationen verändert werden müssen, um aus dem Affenmenschen einen Menschen zu machen. Man hat sich die Sache noch genauer angeschaut. Einzelne Teile des Erbguts von Mensch und Schimpanse weisen sogar deutlich mehr voneinander ab. Ein Beispiel dafür ist das Y-Chromosom, das ist ja das männliche Geschlechtschromosom. Das Y-Chromosom des Schimpansen hat nur 47 Prozent so viele proteinkodierende Elemente wie beim Menschen, also weniger als die Hälfte. Proteinkodierende Elemente, das sind einfach die Anweisungen im Erbgut, die Proteine, also die Grundbausteine des Organismus herstellen. Außerdem haben mehr als 30 Prozent des Schimpansen Y-Chromosoms überhaupt keine Entsprechung auf dem menschlichen Y-Chromosom. Die findet man da gar nicht. Und umgekehrt genauso, also fast ein Drittel. Und deswegen sagt hier ganz zu Recht Professor David Page, evolutionistischer Biologe, die Verwandtschaft zwischen dem Y-Chromosom des Menschen und des Schimpansen liegt in Scherben. Also man kann gar keine Verwandtschaft mehr aufzeigen hier. Damit ist eigentlich nicht nur der 1% Mythos widerlegt, sondern es stellt sich auch die Frage, und da werden wir noch ein bisschen mehr einsteigen, wie eine so gigantische Anzahl von Unterschieden im Erbgut zwischen Mensch und Affenmensch hätte entstehen können. Kann die Zeit jetzt so ein Wunder vollbringen? Und deswegen der nächste Punkt. Vollbringt die Zeit Wunder? Die Vertreter der Evolutionstheorie betonen, und zwar in wirklich unzähligen Veröffentlichungen und Dokumentationen, dass man nur Millionen und Milliarden Jahre warten müsse und Evolution könne alles erklären, was wir in der biologischen Welt vorfinden. Die Zeit sei ein Held. Berühmtes Zitat von Professor George Wald, evolutionistischer Biologe und Nobelpreisträger. Er hat gesagt, die Zeit ist in der Tat der Held bei dem ganzen Thema. Wenn man so viel Zeit zur Verfügung hat, wird das Unmögliche möglich, das Mögliche wahrscheinlich und das Wahrscheinliche fast sicher. Man muss nur warten. Die Zeit selbst vollbringt Wunder. Hat er recht? Ist die Zeit ein Supermann, der sozusagen uns alle Probleme löst? Die moderne Genetik zeigt uns aber, dass mehr Zeit nicht hilft. Warum? Weil mehr Zeit bedeutet mehr schädliche Mutationen. Bevor die natürliche Selektion, die also was rausfiltert, überhaupt erst anfangen kann, Verbesserungen zu erzielen, haben sie schon so viele negative Mutationen angesammelt, dass die Überlebensfähigkeit stark gesunken ist, dass also die Lebewesen gar nicht mehr überleben können. Und dass die vielen sich ansammelnden negativen Mutationen tatsächlich die Überlebensfähigkeit der Menschheit rasch sinken lassen, das sieht man in Computersimulationen. Anstatt Evolution beobachtet man Degeneration und man spricht da auch von der Zunahme der genetischen Entropie. Also das ist ein Begriff aus der Physik im Wesentlichen. Entropie ist einfach ein Maß für die Unordnung in einem System. Je größer die Entropie, desto größer die Unordnung. Und in der Physik ist es einfach so, das Naturgesetz, das wir hier haben, das sagt uns jetzt, dass die Entropie von selbst immer nur zunehmen kann, bestenfalls bleibt sie gleich. Und diese Zunahme der genetischen Entropie oder Unordnung bedeutet, dass auch im Erbgut durch negative Mutationen immer mehr Unordnung entstehen muss. Berühmtes Beispiel aus dem Kinderzimmer. Im Kinderzimmer nimmt die Unordnung oder die Entropie von selbst zu. <laughs> sie nimmt niemals von selbst ab. Es sei denn, was muss man machen? Naja, Energie alleine reicht nicht. Wenn ihr da eine Bombe reinwerft, dann wird es nicht besser. Ihr müsst auch Intelligenz aufwenden. Ja? Also wir brauchen auch Intelligenz, Energie und Intelligenz, dann kann man das aufräumen. Nur dummerweise haben Naturgesetze keine Intelligenz. Die ist da nicht eingebaut. Es zeigt sich, dass aufgrund der negativen Mutationen bereits nach 300 Generationen, beziehungsweise wenn man jetzt mal 20 Jahre pro Generation ansetzt, nach 300 mal 20, also 6000 Jahren, die Überlebensfähigkeit auf ein kritisches Niveau gesunken wäre, sodass die Menschheit aussterben würde. Ja, wenn das so ist, wie kann sie da Millionen Jahre alt sein? Das ist tatsächlich etwas, was die Vertreter der Evolutionstheorie herausgefunden haben, wo sie sich den Kopf kratzen, weil sie keine Antwort haben. Hier ist der Professor Alexei Kondraschow, evolutionistischer Genetiker, und er sagt: Warum sind wir nicht schon längst 100 Mal ausgestorben? Ich habe einen eigenen Vortrag dazu, auch zu diesem Thema: Evolution oder Degeneration, wo ich da noch viel genauer drauf eingehe. Also, die negativen Mutationen machen eigentlich Evolution unmöglich. Trotzdem hoffen manche noch, dass es doch ja positive Mutationen gibt. Die sind der Hoffnungsträger der Evolution. Ja, könnten die nicht zumindest theoretisch ausgereicht haben, um den Affenmenschen in den Menschen zu verwandeln? Zumindest theoretisch. Und deswegen komme ich jetzt zum nächsten Punkt, das sogenannte Wartezeitproblem, wie der junge Mann, der hier... Auf seine Uhr schaut und wartet. Um was geht es da? Hier haben wir einen Genetiker, wieder ein Vertreter der Evolutionstheorie, den Professor John Haldane. Und er hat bereits im Jahr 1957, ist auch schon wieder lange her, gezeigt, dass die Fortentwicklung durch positive Mutationen einen hohen Preis hat. Alle schlechter angepassten Individuen müssen auf Kosten der besser angepassten sterben. Es ist ja so, dass nach der Evolutionstheorie nur die besser angepassten Individuen, die positiven Mutationen tragen, überleben. Und damit die Population, also eine Gruppe von Lebewesen, trotzdem nicht ausstirbt, müssen die verstorbenen Individuen ja wieder ersetzt werden. Ja, wenn die nicht ersetzt werden, dann würde da die Population aussterben. Also braucht es eine ausreichend hohe Vermehrungsrate, es muss genügend Vermehrung da sein. Ist die Vermehrungsrate zu gering, dann kann sich die Population nur eine geringe Mutationsrate leisten, wenn sie nicht aussterben will. Oder anders ausgedrückt, wenn es mehr Mutationen gäbe pro Zeit, als die Vermehrungsrate zulässt, dann würden zu viele Individuen ohne positive Mutationen erzeugt, die dann durch ihr Sterben Individuen mit positiven Mutationen Platz machen müssten und die Population würde aussterben. Ich werde es nachher auch gleich noch veranschaulichen. Die Tatsache, dass nicht zu viele positive Mutationen pro Zeit auftreten dürfen, bedeutet, dass man lange warten muss, bis eine bestimmte Anzahl positiver Mutationen erreicht ist. Und man spricht hier vom Wartezeitproblem. Ich möchte es mal veranschaulichen. Wir stellen uns eine Population von Affenmenschen vor, den angeblichen Vorfahren des Menschen. Das ist unsere kleine Beispielpopulation, symbolisiert aus blauen Männchen und rosa Weibchen. Und wir haben hier nur 20 Paare, mehr haben wir jetzt mit unserem Beispiel nicht. Und wir bezeichnen jetzt diesen Anfangszustand die nullte Generation, also der Beginn einfach. Und was wir jetzt machen, wir betrachten den bestmöglichen Fall, den theoretisch bestmöglichen Fall für die Evolutionstheorie. Natürlich ist der Fall unrealistisch und er tritt in der Praxis nie auf. Aber wenn wir zeigen können, dass selbst für diesen Fall Menschen nicht als Affenmenschen entstehen können, ist Evolution sogar theoretisch unmöglich. Nehmen wir also an, ein Männchen und ein Weibchen sollen zufällig in jeder Generation eine positive Mutation kriegen, die so extrem vorteilhaft ist, dass alle anderen Individuen der Population keine Chance mehr haben, sich zu vermehren. Also die kriegen eine Supermutation. Da wären die quasi Supermänner, können wir uns jetzt irgendwie so vorstellen. Ja? Und die vermehren sich jetzt. Natürlich, normalerweise müsste man viele, viele Generationen warten, bis eine so extrem vorteilhafte Mutation auftritt. Es ist nämlich so, dass die meisten positiven Mutationen überhaupt gar keinen messbaren Überlebensvorteil haben. Das weiß man mittlerweile. Also Männchen und Weibchen des Paars links oben bekommen jetzt zufällig jeweils die extrem vorteilhafte Mutation. Das ist angezeigt durch die gelben Sterne. Weil sie sich nicht mehr vermehren können, also die anderen, haben alle anderen Paare auch keine Nachkommen mehr, die sterben aus. Ja, die Supermutation ist einfach zu gut. Übrig bleibt nur das Männchen und das Weibchen mit der extrem positiven Mutation. Oh. Nehmen wir weiter an, dass das überlebende Paar extrem fruchtbar ist und in einer einzigen Generation alle in der Population gestorbenen Individuen wieder ersetzen kann. Ja, normalerweise müsste man natürlich wieder viele, viele Generationen warten, bis alle verstorbenen Individuen ersetzt sind, weil kein Weibchen könnte in einer einzigen Generation so viele Nachkommen erzeugen. Nehmen wir an zum Beispiel, es wäre eine Population von 10.000 Individuen, dann müsste das Paar in einer einzigen Generation die fehlenden 9.998 Individuen ersetzen. Und kein weibchen könnte in 20 Jahren 9.998 Kinder bekommen. Also wir sehen, das ist nur theoretisch, ja? aber der theoretisch bestmögliche Fall. Und das machen wir jetzt hier. Das eine Paar mit der extrem vorteilhaften Mutation ersetzt in unserer extrem unrealistischen Situation in einer einzigen Generation wieder alle ausgestorbenen Individuen der Population. Dadurch haben jetzt alle Individuen der Population die extrem vorteilhafte Mutation, das sehen wir durch die vielen gelben Sterne, die jetzt da auftauchen. Und diese Generation bezeichnen wir jetzt als erste Generation, weil sie die erste ist mit einer extrem vorteilhaften Mutation. In der so entstandenen neuen Generation wird nun wieder bei einem Paar eine weitere extrem vorteilhafte Supermutation generiert. Und wieder sterben alle anderen Individuen aus und werden durch Individuen mit der extrem vorteilhaften Mutation ersetzt. Und das Ergebnis ist eine Population, die schon zwei extrem vorteilhafte Mutationen hat. Also? Jetzt stellen wir uns vor, dass sich dieses Spiel Generation für Generation wiederholt. In jeder neuen Generation wird eine neue, extrem vorteilhafte Mutation erzeugt und durch das schnelle Aussterben aller anderen Individuen in der Population verfestigt oder etabliert. Und wir machen immer so weiter, stellen wir uns vor, und wir landen dann. Endergebnis ist eine Population, wo alle Individuen die neuen positiven Supermutationen haben. Und jetzt die Frage, wie viele neue positive Mutationen könnte man durch diesen natürlich eigentlich unrealistischen Prozess in 10 Millionen Jahren in der Population der Affenmenschen etablieren? Ich habe jetzt 10 Millionen Jahre genommen, weil es sich da leichter rechnen lässt als mit den üblichen 6 bis 7 Millionen Jahren, aber das ändert an der ganzen Argumentation rein gar nichts. Nun, 10 Millionen Jahre entsprechen bei einer Generationsdauer von 20 Jahren. 10 Millionen durch 20 gibt 500.000 Generationen. Und weil in jeder Generation genau eine neue positive Mutation dazukommt, bedeutet das 500.000 positive Mutationen. 500.000 Mutationen oder Buchstaben klingt ja viel. Aber der Unterschied zwischen Mensch und angenommenen Affenmensch, das haben wir ja gesehen, beträgt nach dem vorherig Gesagten ca. 75 Millionen Buchstaben und 500.000 Buchstaben von 75 Millionen sind nur 0,7 Da sind wir noch weit weg. Das heißt, selbst unter theoretisch günstigsten Bedingungen könnten in 10 Millionen Jahren nur 0,7 der erforderlichen Mutationen in der Population fest etabliert werden. Und das reicht auf keinen Fall aus, um aus einem Affenmenschen einen modernen Menschen zu machen. Aber man kann die Sache noch anders betrachten. Wenn man dieses unrealistische Szenario durch realistischere Annahmen ersetzt, dann verschärft sich das Problem um ein Vielfaches. Und das hat wieder der Professor John Heldane schon gemacht. Er hat herausgefunden, dass in 10 Millionen Jahren nicht 500.000, sondern haltet euch fest, nur 1667, magere 1667 vorteilhafte Mutationen in der Population etabliert werden können. 1667 von 75 Millionen Buchstaben sind nur 0,002 Prozent der erforderlichen Mutationen. Da muss man sich die Frage stellen: Warum hat der Held denn dann überhaupt die Evolutionstheorie noch weiter betrieben? Warum hat er denn da nicht daran gezweifelt? Nun, ein Grund ist ganz sicher, dass er nicht wusste, wie groß der genetische Unterschied zwischen Mensch und Schimpanse wirklich ist. Er ging noch von relativ wenigen Unterschieden aus. Warum? Naja, das hatte damit zu tun, dass man zur Zeit von helden nur Gene betrachtete. Gene sind Abfolgen von diesen Buchstaben, die aus durchschnittlich einigen hundert Buchstaben bestehen, die können aber bis zu zwei Millionen Buchstaben lang sein. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen das ganze Erbgut in diese großen Bruchstücke aufteile, naja, dann war das für Heldin so. Für Heldin bestand das ganze Erbgut nur aus ca. 20.000 verschiedenen Einheiten, den Genen. Während aber in Wahrheit drei Milliarden einzelne Buchstaben da sind, die mutieren können. Und das wusste er nicht. Nun, man hat natürlich an dem Problem zu knabbern gehabt und tatsächlich. Hat im Jahr 1968 der japanische Genetiker Moto Kimura versucht, dieses Problem zu lösen. Und er hatte erkannt, dass Heldens Berechnungen den Neo-Darwinismus ernsthaft in Frage stellen, also diese neue Darstellung des Darwinismus, wie wir es im letzten Jahrhundert hatten. Hier ist dieser Genetiker, der Professor Moto Kimura, ein Japaner. Er hat gesagt, die Berechnung der Kosten basierend auf Heldens Formel zeigt, dass die durch Substitution auferlegte Bürde so groß wird, dass keine Säugetierart es aushalten könnte. Ich übersetze das mal, was er da sagt. Mit anderen Worten, alle Säugetiere und auch der Mensch produzieren in jeder Generation viel zu wenige Nachkommen, um genügend Auswahlmöglichkeiten für die natürliche Selektion zu haben. Also, wir haben einfach zu wenige Nachkommen, damit der Selektion effektiv arbeitet. Sie könnten die vielen Individuen, die in jeder Generation für Evolution sterben, nicht wieder ersetzen oder man sagt substituieren. Die würden aussterben. Nun, er hat sich einen Ausweg überlegt. Er hat gedacht, naja, die meisten Mutationen haben doch vielleicht keinen Einfluss auf das Überleben. Die sind neutral. Und die könnten dann von der natürlichen Selektion irgendwie gar nicht herausgefiltert werden. Und dann bräuchte man vielleicht so einen Zufallsprozess, den nennt man genetische Drift. Und durch diesen Prozess soll dann die benötigte hohe Anzahl von positiven Mutationen erfolgt sein. Er sagt über seine Theorie Folgendes, sie steht im scharfen Gegensatz zur traditionellen neodarwinistischen Theorie der Evolution, die davon ausgeht, dass sich Mutationen in einer Spezies nur mithilfe sich positiv auswirkender natürlicher Selektion ausbreiten können. Also wie hat er sich das jetzt aber in der Praxis gedacht? Und das schauen wir uns wieder anschaulich an. Ich habe das anhand eines Beispiels gemacht hier. Wir haben Murmeln in einem Glas. Und die Murmeln da drin, das sollen jetzt wieder einzelne Individuen oder einzelne Lebewesen sein, also zum Beispiel Affenmenschen. In unserem Beispiel haben wir eine sehr kleine Population von nur 20 Individuen wieder. Und zehn Individuen hier tragen das Merkmal bzw. Gen 1, gekennzeichnet durch die gelbe Murmelfarbe. Also zehn sind gelb, die haben also das erste Merkmal. Und zehn andere Individuen sind also hier grau gekennzeichnet, die haben das zweite Merkmal. Und jetzt geht man her und wählt einfach zufällig irgendwelche Individuen aus, die sich vermehren sollen. Das zeigen wir hier einfach durch verschiedene schwarze Punkte an. Wenn es zum Beispiel zwei schwarze Punkte da auf so einer Murmel sind, dann wird nicht nur ein Nachkomme erzeugt, sondern es werden gleich zwei Nachkommen erzeugt. Nein, und der Zufall will es, ist, dass bei der ersten Runde, sagen wir mal, die gelben Murmeln 14 Punkte haben, die grauen Murmeln insgesamt 6 Punkte. Also, wenn wir jeweils die Punkte alle zusammenzählen, das könnt ihr ja vielleicht ein bisschen mitrechnen. Entsprechend sind dann in der nächsten Runde, Jetzt vier mehr gelbe als graue Murmeln vorhanden. Und das kommt daher, weil die 14 schwarzen Punkte der gelben Murmeln ja 14 neuen Nachkommen entsprechen. Also vier mehr als die ursprünglich 10 gelben Murmeln. Ja, und das wiederholen wir jetzt die zufällige Auswahl. Diesmal sind es 17 Punkte für gelb und nur noch drei Punkte für grau. Entsprechend sind dann in der nächsten Runde alle bis auf drei Murmeln gelb. Wir wählen ein letztes Mal. Diesmal werden 20 gelbe Murmeln ausgewählt, aber gar keine grauen Murmeln. Entsprechend haben wir in der letzten Runde nur noch gelbe Murmeln. Die grauen Murmeln sind sozusagen ausgestorben. Mit anderen Worten, Gen 1 hat sich gegenüber Gen 2 durchgesetzt. Und die natürliche Selektion hat nicht einmal hier eine Rolle gespielt. Also, das ist so sein theoretischer Prozess. Schaut gut aus. Das Problem ist nur, die meisten Mutationen sind gar nicht wirklich neutral. Das wissen wir heute. Zur Zeit von Kimura hat man gedacht, es gäbe sogenannte Müll-DS, also Erbgut, das praktisch von der Evolution übrig geblieben ist, irgendwelche Reste in eurem Erbgut, sagen wir mal von den Fröschen oder sonst irgendwas, was da noch übrig geblieben ist und was nicht mehr benötigt wird. Und naja, solche Mutationen, die wären logischerweise neutral, das heißt, die hätten keine Auswirkungen auf das Überleben, weil wir eben keine Frösche mehr sind. Also die Behauptung, es gäbe solche Müll-DNS. Aber man hat Erkenntnisse gewonnen in der Genetik und da hat man zunehmend erkannt, dass diese angeblich funktionslosen Teile des Erbguts wirklich Funktionen haben und die gehören in der Tat zu den kompliziertesten Teilen des genetischen Computerprogramms, das das Netzwerk der Gene steuert. Der Professor John metick ein evolutionistischer Molekularbiologe sagt, das Versäumnis, die Auswirkungen der nicht kodierenden DNS zu erkennen, wird als der größte Fehler in die Geschichte der Molekularbiologie eingehen. Also nicht kodierende DNS. Damit meint er eben diese funktionslose DNS. Also er sagt, diese Erfindung dieser angeblichen Müll-DNS, dass in unserem Erbgut irgendwas sei, was nicht benötigt würde, ist der größte Fehler, der in der Geschichte der Molekularbiologie gemacht wurde. In Wahrheit ist es nämlich so, dass die neutralen Mutationen leicht negativ sind. Und das heißt, die haben zwar keinen sofort erkennbaren Einfluss auf die Überlebensfähigkeit und können auch nicht rausgefiltert werden durch natürliche Selektion, aber die können sich ansammeln und wenn sich zu viel davon ansammelt im negativen Bereich, dann führt es zu Degeneration und zum Aussterben. Aber da gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein. Ich habe einen eigenen Vortrag dazu, Evolution oder Degeneration, wo ich das erläutere. Ich habe das Beispiel gebracht mit den Murmeln. Ein riesiges Problem ist, man kann Gene einfach nicht mit Murmeln vergleichen. Das ist ja eine starke Vereinfachung. So Murmeln sind quasi, man sagt, unabhängig. Die Murmeln haben nichts miteinander zu tun. Die liegen da einfach so drin und die haben keine Verbindung miteinander. Die sind unabhängig vererbbar. Aber die moderne Genetik zeigt uns, dass Gene mit anderen Genen oder Wörtern durch ein kompliziertes Regelungsnetzwerk verbunden sind. Oder mit anderen Worten, ihr müsst euch vorstellen, die Murmeln sind alle miteinander wie mit Fäden miteinander verbunden in einem Netzwerk. Ich kann nicht einfach irgendeine Murmel rausnehmen und da irgendwo anders reinwerfen. Dann ziehe ich jede Menge anderen Murmeln mit. Und damit stimmt das ganze Modell vom Kimura natürlich nicht. Die Murmeln sind vernetzt, sind verbunden. Und auch in der Praxis hat sich sein Lösungsvorschlag nicht bewährt. Die ganze Artenvielfalt in der Natur konnte nicht erklärt werden. Und deswegen hat der Genetiker William Provine zu allen Veröffentlichungen, die dazu geschrieben wurden, festgestellt: keine dieser Veröffentlichungen über genetische Drift konnte genetische Drift beweisen. Also, alle haben von genetischer Drift gesprochen, aber keine dieser Schriften haben eigentlich das bewiesen, was sie behauptet haben. Und Kimuras Lösungsvorschlag für das Wartezeitproblem setzte sich unter den Vertretern der Evolutionstheorie nicht durch. Und zum ernüchternden Stand der Forschung hat sich dann im Jahr 1992, wir schreiten also etwas fort, der Biologe George Williams geäußert, hat gesagt, meiner Meinung nach wurde das Problem nie gelöst. Ich denke, dass es an der Zeit ist, die Diskussion erneut aufzugreifen. Und Heldens Dilemma in Angriff zu nehmen. Er nannte dieses Wartezeitproblem auch Heldens Dilemma. Der Heldin war in einem Dilemma. Er wusste nicht, wie er das erklären sollte. Aber jetzt haben wir erst eine kurze Pause und nach der Pause geht es dann weiter, insbesondere auch mit der Erkenntnis der modernen Genetik. Und da werden wir dann ganz fantastische Einblicke auch anhand von einigen Videos dann haben, wo wir dann reinschauen können, was man da eigentlich schon alles entdeckt hat. Ja, jetzt würde ich gerne fortfahren mit dem zweiten Teil. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Kapitel, wir sind noch in diesem Wartezeitproblem drin, weil nämlich die Vertreter der Evolutionstheorie da noch nicht ganz aufgegeben hatten. In den letzten ein bis zwei Jahrzehnten gab es neue Studien, die haben sich wieder mit dem Problem befasst. Und da hat man jetzt nicht mehr wieder Heldin, ganze Gene betrachtet, sondern hat tatsächlich jetzt berücksichtigt, dass die Information in Wörtern vorliegt. Und das sind so Abfolgen von Buchstaben, die sagen wir, zwischen ein und zehn Buchstaben lang sind. Also um zum Beispiel ein Protein, das ist ein Grundbaustein, zu verändern, benötigt man Wörter mit einer Länge von sieben oder acht Buchstaben. Ich habe das hier mal veranschaulicht. Hier ist ein Beispiel. Wir haben die verschiedenen Wörter, die sind jetzt einfach hier farblich gekennzeichnet. Das erste Wort besteht aus sechs Buchstaben, das zweite aus acht, das dritte aus einem, das vierte aus sechs, das fünfte wieder aus einem und das sechste aus einem. Diese abfolgen, bedeuten was in dem Erbgut. Das ist wie ein Computerprogramm, das da abgearbeitet wird und das ist wie ein Befehl, der sagt dann, mach dies, mach jenes, kopiere oder verschiebe oder sonst irgendwas. Das sind also diese Befehle da im Erbgut. Und die Studien zeigen jetzt, dass man extrem lange warten muss, bis an einer bestimmten Stelle im Erbgut ein spezielles Wort erscheint. Also es geht jetzt nur um die Frage, so ein kleines Wort. Also bis zu zehn Buchstaben lang. Mehr will man gar nicht betrachten. Und das ist jetzt eigentlich so erstaunlich. Hier ist ein Vertreter der Evolutionstheorie, der Professor Michael Lynch, der hat das veröffentlicht und er hat berechnet, dass ein Wort mit einer Länge von nur zwei Buchstaben, also nur zwei Buchstaben, beziehungsweise Nukleotiden, bereits mindestens 200 Millionen Jahre benötigt, um in einer Population etabliert zu werden. Also, damit die ganze Population diese positive Mutation hat, dauert es 200 Millionen Jahre. Nur für zwei Buchstaben. Anderer evolutionistischer Mathematiker ist der Professor Richard Durrett. Er hat berechnet, dass er ein Wort mit einer Länge von acht Buchstaben 65 Milliarden Jahre benötigt, um in einer Population etabliert zu werden. Das ist mehr als das Vierfache des Alters des Universums laut Urknalltheorie. Nur für acht Buchstaben. Noch jemand, das ist jetzt kein Vertreter der Evolutionstheorie, sondern ein gläubiger Wissenschaftler, Professor John Sanford. Nach ihm beträgt die Wartezeit für ein Wort mit einer Länge von zwei Buchstaben 84 Millionen Jahre und bei einem Wort mit einer Länge von acht Buchstaben ergibt sich eine Wartezeit von 18,5 Milliarden Jahren. Also er hat sogar noch ein bisschen weniger berechnet als seine evolutionistischen Kollegen, aber immer noch viel zu viel, um daraus jemals aus dem Affenmenschen einen Menschen zu machen. Das heißt, aus den Studien folgt, dass der Mensch unmöglich durch Mutation und Selektion aus dem Affenmenschen hervorgegangen sein kann. Die Zeit seit dem hypothetischen Urknall reicht nicht einmal für ein einziges Wort der Länge von acht Buchstaben aus. Und das ist ein Bruchteil des gesamten menschlichen Genoms. Es ist eigentlich erstaunlich, dass die Vertreter der Evolutionstheorie trotzdem noch weitermachen. Und man sieht, der Glaube an Evolution ist riesig. Tatsächlich ist es so, dass manche trotz dieser Ergebnisse immer noch Zweifel haben. Es gibt ein Gegenargument, das oft gebracht wird und das lautet wie folgt. Man gibt zwar zu, dass eine bestimmte Abfolge von Nukleotiden oder Buchstaben an einer bestimmten Stelle viel zu lange braucht, um zu entstehen. Aber so sagt man an anderen Stellen im Erbgut, da würden doch gleichzeitig auch viele positive Veränderungen stattfinden und so würde die Entstehungszeit stark verkürzt. Also, wenn man zum Beispiel darauf wartet, dass die Nukleotidsequenz ATCG, also vier Buchstaben, sich an einer bestimmten Stelle im Erbgut etabliert, muss man sehr lange warten. Die Wartezeit würde sich aber jetzt angeblich stark verkürzen, wenn man nur darauf wartet, dass diese Sequenz ATCG irgendwo im Erbgut auftritt. Die Idee hat nur ein Problem. Der Kontext bzw. der Zusammenhang darf nicht außer Acht gelassen werden. Anders ausgedrückt, eine Sequenz wie zum Beispiel ATCG ist für sich alleine genommen noch keine verwertbare Information. Erst wenn sie genau an der richtigen Stelle im Computerprogramm des genetischen Codes auftaucht, dann hat sie eine verwertbare Wirkung. Und dass der genetische Code tatsächlich mit einem Computerprogramm verglichen werden kann, das ist auch etwas, was mittlerweile in der modernen Genetik alle wissen. Zum Beispiel hier der Professor John Craig Venter, amerikanischer Biochemiker, dessen Firma als erste das gesamte menschliche Genom sequenziert hat, der sagt, die DNS ist die Software des Lebens. Wir werden dann im nächsten Kapitel noch viel mehr über dieses Computerprogramm erfahren. Die Nukleotidsequenzen müssen an der richtigen Stelle auftauchen, so wie Wörter in einem Satz an der richtigen Stelle auftreten müssen, wenn der Satz Sinn machen soll. Ich veranschauliche das mal. Betrachten wir zum Beispiel den Satz: Tante Bertha wohnt in einem kleinen Haus am Rand der Stadt. Das Wort Haus muss hier genau an der richtigen Stelle im Satz erscheinen, sonst macht der Satz nämlich keinen Sinn. Keinen Sinn macht zum Beispiel Tante Haus Bertha wohnt in einem kleinen am Rand der Stadt. Oder? Tante Bertha wohnt in einem kleinen am Randhaus der Stadt. Das Wort Haus in einen ganz anderen Satz einzufügen, wie zum Beispiel Onkel Hans fährt gerne Motorrad, macht auch keinen Sinn, wie zum Beispiel Onkel Hans fährt Haus gerne Motorrad. Das bedeutet, eine Nukleotidsequenz kann nicht an beliebig vielen Positionen im Erbgut eingefügt werden, sondern nur an den wenigen Stellen, wo der Kontext, der Zusammenhang des Computerprogramms es erlaubt. Und dazu kommt, dass mehrere Veränderungen am Programmcode gleichzeitig in der Regel zu Fehlern im Programm führen, wenn die Veränderungen nur zufällig gemacht werden und nicht von einem intelligenten Programmierer koordiniert werden. Weil nämlich diese Sätze im genetischen Code alle eng miteinander verwoben sind. Ich habe davon schon geredet, dass alles hier im Erbgut miteinander verbunden ist. Also das ist so das typische, was passiert. Ein Programmfehler kann zu einem Absturz des Programms führen. Hier sieht man den Blue Screen of Death, den Todesbildschirm, der bei Microsoft-Betriebssystemen früher immer aufgetaucht ist, wenn das System abgestürzt ist. Mittlerweile ist das nicht mehr der Fall. Dann wird es im Hintergrund irgendwie abgefangen und wir meinen, es läuft alles bestens. Aber trotzdem stürzt der theoretisch eigentlich im Hintergrund ab. Er fängt es irgendwie ab. Also auch ein modernes Betriebssystem hat Fehler. Es gibt überhaupt kein Computerprogramm, das Menschen schreiben, solange es das fehlerfrei ist. Selbst aber, wenn an einigen Stellen im Erbgut parallel Sinnvolles produziert würde, dann hätte jedes Wort für sich genommen wieder das Wartezeitproblem. Klar, das heißt, am Wartezeitproblem kommt man nicht vorbei. Das heißt, zusammengefasst, stehen sowohl die negativen als auch die positiven Mutationen der Evolution vom Affenmenschen zum Menschen entgegen. Und das bedeutet, die Zeit ist eben kein Freund, sondern sie ist der Feind der Evolutionstheorie. Das ist der springende Punkt. Und dass der Darwinismus völlig außer Lage ist, die Vielfalt und Komplexität der Lebensformen einschließlich des Menschen zu erklären, das erkennen immer mehr Vertreter der Evolutionstheorie an. Da gibt es zum Beispiel die Susan Masur in dem Buch, die Altenberg 16, ein Exposé of the Evolution Industry. Das sind 16 bekannte Vertreter der Evolutionstheorie, die in dem Buch die gegenwärtige dramatische Krise eingestehen. Zum Beispiel heißt es in dem Buch, es konnte praktisch noch nie gezeigt werden, dass natürliche Selektion etwas mit Evolution zu tun hat. Sagen bekannte Vertreter der Evolutionstheorie. Nur in den Schulbüchern lernt man da was anderes, denke ich. Oder. Die Altenberg 16 erkennen an, dass die Evolutionstheorie ungeeignet ist, den Ursprung unserer gegenwärtigen Existenz zu erklären. Na, wenn sie ungeeignet ist, unsere Existenz zu erklären, wozu ist sie dann gut? Noch ein bekannter Vertreter der Evolutionstheorie, der das Scheitern des Darwinismus eingesteht, ist der britische Physiologe Dennis Noble. Er sagt, alle zentralen Annahmen der modernen Synthese, also damit meint er diesen Neodarwinismus, wurden widerlegt. Und auf der Internetseite der Third Way ist ja angegeben, distanzieren sich weitere 76 Vertreter der Evolutionstheorie vom Darwinismus und suchen jetzt nach irgendwelchen anderen naturalistischen Alternativen. Und da ist auch der Dennis Nobel drauf, also zusammen sind 77 Vertreter der Evolutionstheorie. Auf der Internetseite heißt es, Untersuchungen der DNS stützen nicht die Behauptung, dass kleine zufällige Mutationen die eigentliche Ursache für neue und vorteilhafte Variationen sind. Aber genau das hat man doch den Leuten beigebracht, oder? Viele kleine Veränderungen sollen am Schluss was Großes ergeben. Trotz intensiver Bemühungen ist aber keine naturalistische Alternative zum Darwinismus in Sicht. Und warum ist es so? Der Grund ist ganz einfach die unvorstellbare Komplexität des Erbguts, die sich in den letzten Jahren mit immer rasanter werdender Geschwindigkeit entfaltet und die wirklich allen naturalistischen Erklärungsversuchen trotzt. Und da möchte ich jetzt etwas genauer darauf eingehen. Und zwar heißt das Kapitel das vierdimensionale Genom. Wir kennen ja unsere drei Dimensionen, ja. Vorne hinten, links, rechts, oben, unten, drei Dimensionen. Aber wir werden sehen, im Erbgut gibt es sogar noch eine vierte Dimension. Die Zelle ist mit einem Computer vergleichbar. Und die Zellkomponenten entsprechen der Hardware des Computers, die die auf der DNS gespeicherte Software abarbeiten. Und das auf der DNS gespeicherte Computerprogramm hat eine hocheffiziente Architektur. Also ist hocheffizient programmiert. Und das wird erreicht durch nur relativ wenige Instruktionen auf oberster Ebene, die ihrerseits eine riesige Anzahl von Protein-kodierenden Elementen auf unterster Ebene steuert. Ich habe das mal hier veranschaulicht. Wir sehen hier links den Funktionsaufrufgrafen im Computerbetriebssystem Linux. Das ist ja auch ein Betriebssystem. Nicht nur Microsoft schreibt Betriebssysteme, sondern es gibt auch das Linux-Betriebssystem. Wir sehen hier ganz oben die gelben Linien. Das ist die oberste Steuerungsebene. Die grünen Linien, das sind die proteinkodierenden Elemente, die sind ganz unten. Und die lilafarbenen Linien dazwischen, das sind dazwischen gelagert die Steuerungsebenen. Das ist jetzt, was ein Mensch machen kann, was Menschen machen können. Jetzt sehen wir im Vergleich rechts dazu ein Kolidarmbakterium. Und es ist ganz offensichtlich, dass das Bakterium mit viel weniger Instruktionen auf oberster Ebene auskommt und trotz dieser wenigen Instruktionen eine viel größere Vielfalt an Instruktionen auf unterster Ebene auslöst. Mit anderen Worten, das Bakterium ist viel eleganter programmiert als das Betriebssystem Linux. Nur ein einfaches Darmbakterium. Bill Gates, evolutionistischer Programmierer, hat gesagt, die DNS ähnelt einem Computerprogramm, aber weit, weit höher entwickelt als jede Software, die jemals kreiert wurde. Aber wie wird jetzt genau dieses Computerprogramm da abgearbeitet? Was für eine Maschinerie ist da drin in der Zelle? Das auf der DNS gespeicherte Genom, also das Erbgut, die Software, die läuft auf einer Hardware, die hochkomplexe biochemische Prozesse so präzise steuert, dass einzelne Moleküle angesprochen werden. Unvorstellbar, genau. Professor Nancy Craig, evolutionistische Molekularbiologin, sagt, wie wird diese Information lebendig und steuert die Prozesse, die das Leben ausmachen? Die Antwort liegt in der konzertierten Aktion der molekularen Komponenten, die in einer Vielzahl komplexer Prozesse zusammenarbeiten. Dabei sind diese molekularen Maschinen winzig klein. Wenn ein Kohlenstoffatom 0,3 Nanometer groß ist, also ein Nanometer ist der Milliardste Teil eines Meters, dann sind diese Maschinen typisch nur... 10 bis 30 Nanometer groß. Das ist bis zu 10.000 Mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares. Die molekularen Maschinen sind auf verschiedenen Ebenen tätig, weil das Genom, wie gesagt, vier Dimensionen hat. Die erste Dimension ist das DNS-Molekül selbst. Die ca. 3 Milliarden lange Abfolge der vier Buchstaben A, T, C und G. Wir müssen uns vorstellen, das menschliche DNS-Molekül ist, wenn man es aufwickeln würde, 1,8 Meter lang, aber nur 2,5 Nanometer dick. Das wäre so wie ein nur 0,7 Millimeter dicker Perlonfaden, der von München bis nach Hannover gespannt ist. Gespickt mit Informationen. Für den Erhalt der Information auf dem sensiblen DNS-Molekül, das Molekül ist eigentlich relativ empfindlich gibt es eine eingebaute Fehlerkorrektur von ausgeklügelten molekularen Maschinen. Und diese unglaubliche Maschinerie, die die DNS ständig repariert, die wollen wir uns jetzt in dem nächsten Video genauer anschauen. Ihr werdet dazu viele komplizierte Namen hören, aber das müsst ihr euch alles nicht merken. Die Namen sind einfach nur Bezeichnungen für die unterschiedlichen Komponenten. Wichtig ist nur, dass wir uns veranschaulichen, was hier eigentlich alles ablaufen muss, nur um einen einzigen kleinen Fehler zu reparieren. Die Desoxyribonukleinsäure, auch DNS genannt, ist der Träger der genetischen Informationen aller Lebewesen. Dieses zweisträngige Molekül, gewunden zu einer Doppelhelix, ist essentiell für die genetische Stabilität und damit für das reibungslose Funktionieren der Zelle. Das Genom ist jedoch anfällig, da es ständig toxischen Angriffen verschiedener Einflüsse ausgesetzt ist. Ultraviolette Strahlung oder giftige Substanzen wie Zigarettenrauch oder chemotherapeutische Stoffe können Defekte an der DNS verursachen. Die durch diese Einflüsse verursachten Schäden verändern die Struktur der Doppelhelix ganz erheblich. Um die genetische Information zu erhalten, verfügt die Zelle über spezielle Reparaturmechanismen für den jeweiligen Defekt. Die Schäden werden von einem Korrektursystem repariert, das als Nukleotidexzessionsreparaturmechanismus bezeichnet wird. Zunächst erkennt der XPC-HR23b-Komplex die Deformation der DNS-Struktur, die durch die Beschädigung entstanden ist. Sobald die Beschädigung lokalisiert ist, wird der Faktor TF2H, der auch an der Transkription beteiligt ist, rekrutiert. Dank der Aktivierung der Untereinheiten XPD und XPB durch ATP und Helikase kann der Multiproteinkomplex TF2H die Doppelhelix an der beschädigten Stelle öffnen. Dann wird der Faktor XPA rekrutiert, der die Abspaltung des Unterkomplexes CAKTF2H katalysiert. XPA spielt auch eine wichtige Rolle beim Zusammenbau der Reparatureinheiten, wahrscheinlich indem er die DNS-Struktur geöffnet hält. Als nächstes bilden RPA und XPG einen Komplex. Wenn die dritte Komponente XPG kommt, bewirkt sie das Verlassen des Erkennungsfaktors XPCHR23B. Dieses Protein schützt die einstrengige DNS vor Angriffen durch Enzyme. RPA sorgt auch für die korrekte Positionierung von XPG und XPF-ERCC1 zu beiden Seiten der Schadstelle. RPA spielt auch eine Rolle bei der Maschinerie zur Resynthese des Fragments. Nach dem Herausschneiden der DNS zwischen XPG und XPF-ERCC1 werden TF2H und XPA nicht mehr benötigt. Da das Problem beseitigt wurde, muss die Synthesemaschinerie nun die DNS wieder vollständig wiederherstellen. Die Resynthese fängt mit der Rekrutierung der Replikationsmaschinerie an. Nach der durch XPF-ERCC1 bewirkten Trennung rekrutiert XPG die Synthesefaktoren PCN und RFC. RPA induziert dann eine Neuanordnung aller Faktoren, wobei XPF-ERCC1 nicht mehr benötigt wird. Die Faktoren RPA, XPG, RFC und PCNA formen sich zu einer Basiseinheit, die die Rekrutierung der DNS-Delta-Polymerase erlaubt und den Beginn der Synthese ermöglicht. Schließlich werden auch XPG und RPA nicht mehr benötigt. Die DNS-Delta-Polymerase füllt die Lücke weiter auf und synthetisiert das fehlende Fragment. Jedes eingefügte Nukleotid folgt der Regel der Basenkomplementarität. Schließlich führen FEN1 und Ligase 1 den letzten Schritt durch: das schlüssige Verbinden des neu hergestellten Fragments mit dem DNS-Strang. die information auf der dns-doppelhelix wird mit hilfe von weiteren molekularen maschinen ausgelesen in einen einfachen strang kopiert und dann in proteine die grundbausteine der zellen umgesetzt. jetzt kommen wir zur zweiten dimension. Die zweite Dimension ist ein Regelungsnetzwerk, das bei Menschen aus mehr als 20.000 Genen besteht, das es wiederum ermöglicht, mehr als 300.000 verschiedene Proteine oder Grundbausteine herzustellen. Und dazu wirken mittels spezieller Verbindungen auch auf der DNS weit voneinander entfernte Gene zusammen. Muss sich vorstellen, dass diese Verbindungen aber keine festen Verdrahtungen sind, sondern die bestehen aus bestimmten beweglichen Proteinen oder Molekülen, die Gene ein- oder ausschalten können. Wir sehen hier als Beispiel das Regelungsnetzwerk der Bäckerhefe, auch wieder relativ einfach im Vergleich zum Menschen. Weil ein solches Netzwerk auf einem Blatt Papier sich zeichnen lässt, spricht man von der zweiten Dimension des Genoms. Tausende von Gene sind hier miteinander vernetzt. Und die farblichen Regionen hier stellen unterschiedliche Funktionen in der Zelle dar. Zum Beispiel die violett eingefärbten Punkte oben im Bild sind Gene, die die Mitochondrien, also die Energiefabriken der Bäckerhefe steuern. Oder die hellgrün eingefärbten Punkte ganz unten im Bild sind Gene, die für die Reparatur der DNS zuständig sind, was wir gerade gesehen haben. Und so weiter. Beim Menschen ist man allerdings noch weit davon entfernt, dass man dieses ganze Regelungsnetzwerk kennt. Man kratzt hier eigentlich immer noch an der Oberfläche. Und hier ist nur ein Teil eines kleinen Netzwerks im menschlichen Genom gezeigt und hat mit der Steuerung der Härte von Arteriewänden zu tun. Die orangen Bereiche, die man da sehen, das sind nur 13 Gene, die in diesem Netzwerk angesprochen werden. Die anderen 262 grünen Knoten sind sogenannte Mikro-RNS-Moleküle, die Gene abschalten können. Und in diesem Netzwerk sind nur 13 Gene beteiligt, wie gesagt, aber der Mensch hat mehr als 20.000 Gene. Kann man sich vorstellen, was das jetzt für ein Regelungsnetzwerk sein würde, wenn man das dann mal entschlüsselt hat. Neben den Mikro-RNS-Molekülen gibt es aber noch viele andere Moleküle oder Proteine, die Gene ein- oder ausschalten können. Also die Gene sind auch noch so konstruiert, dass die ein- oder ausgeschaltet werden können. Und dazu gehören die sogenannten Transkriptionsfaktoren. Und die können entlang der DNS gleiten, die können über kleine Hindernisse hüpfen oder riesige Sprünge machen. Und das sehen wir jetzt in der nächsten faszinierenden Animation. Indem sie steuert, welche Gene aktiv sind, kann eine Zelle spezielle Charakteristika annehmen. Muskelzellen und Neuronen haben dieselbe DNS, erfüllen aber verschiedene Funktionen, weil sie eine unterschiedliche Teilmenge von Genen benutzen. Eine zentrale Herausforderung in der Genetik ist zu verstehen, wie Transkriptionsfaktoren die richtigen DNS-Sequenzen finden, um Gene zu steuern. Im Zellkern ist die DNS zu einem DNS-Proteinkomplex, dem Chromatin, verdichtet. Wenn Gene zum Ausdruck gebracht werden, sind Genabschnitte oft offen zugänglich. Wir wollen uns nun damit befassen, wie Transkriptionsfaktoren mit diesen Abschnitten interagieren. Selbst unter Wissenschaftlern gibt es das weit verbreitete Missverständnis, dass Transkriptionsfaktoren plötzlich auftauchen und jedes Mal an einer anderen Stelle der DNS. So ein Prozess ist zu ineffizient. Stattdessen interagiert der Transkriptionsfaktor ganz unspezifisch mit dem DNS-Rückgrat. Das erlaubt es, die DNS nach einer Andockstelle, einer speziellen DNS-Sequenz, abzusuchen. Der Transkriptionsfaktor gleitet voran, bis er seine Andockstelle erreicht, und er ändert seine Form, um speziell mit Nukleotiden im Inneren der Helix zu interagieren. Jetzt kann der Transkriptionsfaktor auch mit anderen Proteinen im Transkriptionsprozess wechselwirken. Er kann aber auch wieder abgelöst werden, und zwar zum Beispiel durch die Bewegung der DNS oder durch die Wechselwirkung mit anderen Proteinen. Studien legen nahe, dass Transkriptionsfaktoren sich manchmal von einem Teil der DNS zu einem anderen bewegen. Kurze Hopser können hilfreich sein, um andere Proteine zu umgehen oder um über noch verpackte Abschnitte der DNS hinwegzuspringen. Wenn der Transkriptionsfaktor auf einem anderen DNS-Segment landet, werden aus kurzen Hopsern riesige Sprünge. Obwohl der andere Strang im dreidimensionalen Raum ganz nahe ist, kann er auf dem Chromosom viel weiter entfernt sein oder auf einem ganz anderen Chromosom liegen. Es gibt 1500 verschiedene Transkriptionsfaktoren in menschlichen Zellen. Sie interagieren alle miteinander und bringen wie durch eine komplexe Sprache die Gene zum Ausdruck. Wir gehen zur dritten Dimension. Die dritte Dimension ist die dreidimensionale Struktur des DNS-Moleküls. Was meine ich damit? Die dreidimensionale Struktur beginnt mit dem Chromosom oben im Bild. Und wenn man das Chromosom sozusagen entfaltet oder entrollt, erkennt man als nächste Struktur darunter die sogenannten Chromatinfasern. Diese Fasern setzen sich aus Nukleosomen zusammen, die nichts anderes sind als um Histone gewickelte DNS sowie Fäden, die um Garnrollen gewickelt sind. Und schließlich sehen wir dann ganz unten die DNS oder die Doppelhelix selbst. Also, wir haben hier eine dreidimensionale Anordnung. Und jetzt ist es so, dass die aktuelle Forschung hier eine sich dynamisch, also sich ständig verändernde, komplexe Ordnungsstruktur offengelegt hat, wodurch die Erbinformation in größere und kleinere Domänen oder Bereiche aufgeteilt wird. Und dadurch können immer neue Kombinationen von Genen ein- oder ausgeschaltet werden. Und das ist auch die letzte Animation, die wir betrachten wollen, die spiegelt jetzt diese dritte Dimension wieder. Seit der Entdeckung der DNS im Jahr 1953 hat die Frage, wie sich die DNS im dreidimensionalen Raum des Zellkerns organisiert, die Forschung fasziniert. Die DNS besteht aus vier Basen, Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin, die sich jeweils paarweise verbinden, um die Sprossen entlang einer Zuckerphosphatleiter zu bilden, sodass der bekannte DNS-Strang entsteht. Dieser Strang ist um Histonproteine herumgewickelt, sodass Nukleosomen entstehen, von denen man wiederum annahm, dass sie komplexere Überstrukturen bilden, die die DNS in lose gewickelter Form verpacken und die ihrerseits in Strukturen namens Chromosomen verpackt werden. Neue genomische und bildgebende Verfahren haben es unserem Labor und anderen Laboratorien jedoch ermöglicht, endlich zu verstehen, wie die Organisationsstruktur tatsächlich aussieht. Das neue Modell stellt die bisher bekannte Organisation der DNS auf der Ebene der Nukleosomen nicht in Frage, aber von da an ändern sich die Dinge. Nukleosomen nehmen keine geordnete symmetrische Struktur ein, sondern bilden lose, ungeordnete Gruppen, sogenannte Clutches. Die jeweils nur aus einer kleinen Anzahl von Nukleosomen bestehen. Die Clutches ordnen sich ihrerseits wieder so an, dass sie eine neue Struktur namens Chromatin-Nanodomäne bilden, abgekürzt CND, die aus ungefähr 100.000 bis 200.000 DNS-Basenpaaren besteht. Die nächste Organisationsebene nennt sich TAT, bzw. topologisch assoziierte Domäne, die unterschiedliche Mengen an DNS beinhaltet. Durchschnittlich eine Million Basenpaare. TATS sind sehr uneinheitliche Strukturen, vor allem aufgrund des dynamischen Mechanismus der Schleifenbildung, der die Proteine Kohesin und CTCF benötigt. Bei Säugetieren werden Nukleosomketten durch den Cohesinring gezogen, bis das Kohesin im TAT-Randbereich auf CTCFs trifft. Der Schleifenbildungsprozess kommt abrupt zum Halten, wenn das Kohäsin auf richtig orientierte CTCF-Proteine trifft. Dieser TAT-Bildungsprozess stellt sicher, dass spezielle Gene in ihrer eigenen lokalen Gruppe bleiben. TATs werden in zwei Gruppen aufgeteilt, ein Segment A, das überwiegend aktive Gene beinhaltet, und ein Segment B, das überwiegend inaktive Gene beinhaltet. Letzte Organisationsebene ist die Domäne der Chromosomen. Diese Ebene entspricht einem ganzen Chromosom, das sein eigenes Territorium im Zellkern einnimmt, wobei es nur wenig mit anderen Chromosomen verflochten ist. Der im letzten Jahrzehnt gemachte Fortschritt hat die Wissenslücke geschlossen, die den Übergang der Domänen zwischen den Nukleosomen und Chromosomen betraf. Ja, das kommen wir noch zur vierten Dimension und die vierte Dimension ist die Zeit. Die ersten drei Dimensionen sind also keine starren Gebilde, sondern die sind außerdem noch zeitlich veränderlich. Und wenn man das äquivalent formulieren möchte, dann ist es ein sich selbst im Lauf der Zeit umschreibendes Computerprogramm. Also sowas in etwa. So fantastisch sind wir sozusagen konstruiert. Also wenn ich das zusammenfasse, das Genom ähnelt einem hochkomplexen, sich selbst umprogrammierenden, mehrdimensionalen Betriebssystem für einen biologischen Computer. Und seine Funktion beruht auf dem präzisen Zusammenspiel einer riesigen Anzahl molekularer Maschinen. Und das weist natürlich auf einen intelligenten Designer und nicht auf zufallsgesteuerte natürliche Prozesse hin. Und das führt mich jetzt zum letzten Punkt, Ihre oder eure Schlussfolgerung. Darwins Evolutionstheorie war rund 150 Jahre lang das beherrschende Paradigma zur Erklärung der biologischen Arten und insbesondere des Menschen. Aber das hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten dramatisch geändert. Rasant wachsende Erkenntnisse aus der modernen Genetik veranlassen immer mehr Wissenschaftler, ihre traditionellen Ansichten aufzugeben und nach Alternativen zu suchen. Gut zum Ausdruck bringt es hier zum Beispiel der Professor Paul Davis, ein evolutionistischer Physiker. Er sagt, wie konnten dumme Atome von selbst ihre eigene Software schreiben? Niemand weiß es. Nun, niemand ist nicht ganz richtig. Der, der an Gott glaubt, der weiß, wer das programmiert hat aber der Naturalist weiß es natürlich nicht. Und anstatt ernsthaft die Möglichkeit eines Schöpfers in Erwägung zu ziehen, ist es so, dass viele weiterhin am Naturalismus festhalten. Das ist eigentlich sehr traurig oder dramatisch eigentlich geradezu. Das ist keine rationale wissenschaftliche Entscheidung jetzt mehr, die hinter einer solchen Ablehnung eines Schöpfers steht. Der Professor Thomas Nagel, ein evolutionistischer Philosoph, bringt es eigentlich sehr gut zum Ausdruck. Er sagt, es bereitet mir Unbehagen dass einige der intelligentesten und bestinformierten Menschen, die ich kenne, gläubig sind. Es geht nicht nur darum, dass ich nicht an Gott glaube. Es geht darum, dass ich hoffe, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass es einen Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so ist. Ich vermute, dass dieses Problem mit einer über dem Kosmos stehenden Autorität keine Seltenheit ist. Eine der Ursachen dafür ist die lächerliche Überbetonung der Evolutionstheorie, die alles am menschlichen Leben erklären will. Es geht darum, dass man den Schöpfer ablehnt. Und das ist umso tragischer, weil sich der Schöpfer ja nicht nur anhand der wissenschaftlichen Erkenntnisse der modernen Genetik und Molekularbiologie offenbart, wir haben noch mehr Erkenntnisse. Wir haben nämlich historische Augenzeugenberichte. Und da ist der moderne Mensch besonders blind. Er besieht nämlich in der Regel völlig... Wie ist es denn heute vor Gericht? Vor jedem unvoreingenommenen Gericht sind Augenzeugenberichte auch heute noch immer noch Hauptbeweismittel. Also wenn jetzt irgendein Kriminalfall zu lösen ist und es geht vor Gericht, dann zählen immer noch Augenzeugenberichte und das sind Hauptbeweismittel. Und das ist jetzt wichtig: auf genau solchen Augenzeugenberichten beruhen ja auch die Berichte der Evangelien. Ja, das sind ja Dinge, die überliefert worden sind und wo man zurückschließen kann, dass das, was wir heute haben, dass das auch wirklich den ersten Schriften der Evangelien entspricht. Das heißt, ich kann nicht einfach hergehen und sagen, ich verwerfe diese Dinge. Und das Interessante ist ja, dass in den Evangelien das Leben von Jesus Christus beschrieben wird. Seine übernatürliche Zeugung, die übernatürlichen Zeichen und Wunder, seine Kreuzigung und die übernatürliche Auferstehung von den Toten. Das sind ja alles Dinge, die sozusagen aufhorchen lassen. Und auch damals die Menschen aufhorchen ließen. Und insbesondere die Auferstehung gehört zu den Ereignissen mit der größten Auswirkung in der Geschichte der Menschheit. Wir müssen es verstehen: die Christenheit damals, die hat sich explosionsartig ausgebreitet, vor rund 2000 Jahren. Warum? Als man nämlich erkannt hatte, dass Christus tatsächlich auferstanden ist. Auch der moderne Mensch verfügt in den Evangelien über Aufzeichnungen dieser Augenzeugenberichte. Und das heißt, der moderne Mensch hat keine Entschuldigung. Und Jesus Christus fordert die Menschen hier auf, umzukehren von den eigenen Wegen, sich ihm zu beugen und an ihn zu glauben. Und ich denke, das ist doch das große Problem der Menschheit, und das war auch mein Problem rund 40 Jahre lang, nämlich Gott Recht zu geben. Und wenn man wirklich forscht und erkennt, dass das, was in den Evangelien steht, wahr ist, dann erkennt man auch, dass Gott es das festgelegt hat, dass Jesus Christus wiederkommen wird, um Gericht zu halten über alle, die nicht an ihn glauben wollten. Gott ist nicht lieb, wie die Leute meinen. Gott ist Liebe, aber er ist nicht lieb. Das ist ein Unterschied. Das ist eine Entscheidung mit ewiger Tragweite. Eine Entscheidung eben für die Ewigkeit mit und bei Gott. Oder ich muss auch damit rechnen, dass Gott mich für ewig verdammt. Weil Gott immer die Wahrheit spricht. Das, was er sagt, was Jesus Christus gesagt hat, das ist die Wahrheit. Das ist nicht einfach irgendein Märchen. Und das muss ich aber auch erst erkannt haben, dass es so ist. Und es muss mir wichtig geworden sein, zu erkennen, ob das wirklich wahr ist, was er gesagt hat oder nicht. Wenn mir das gleichgültig ist, dann werde ich auch keine Antwort bekommen. Genauso wie ein Naturwissenschaftler, dem es gleichgültig ist, ob es Naturgesetze gibt oder nicht, wenn der nicht forscht, dann kriegt er keine Antworten. In der Bibel heißt es, wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Das wünsche ich jedem, dass er vom Tod zum Leben durchdringt.